So, ein ganz kurzes Video zum Thema Arbeitsfläche verschieben, scrollen, vergrößern. Und ich mache das immer sehr gerne mit der Maus so nebenbei. Es gibt zwar auch hier Werkzeuge zu vergrößern, aber ich finde, das ist zu umständlich, weil man hat dann irgendein Werkzeug gerade vielleicht in Benutzung und muss dann wechseln und das dauert mir einfach zu lange. Deshalb mache ich das meistens mit der Maus, mit der rechten Hand als Rechtshänder und die linke Hand, die ist beschäftigt, irgendwelche Zusatztasten zu drücken, mit denen ich dann das erreiche, was ich will. So, nehmen wir mal kurz das Mausrad. Wenn ich das jetzt hier so drehe, dann wird das Bild hoch runter verschoben. Links, rechts wird so nicht verschoben, da müsste ich mit der Maus über diesen Verschieber gehen, dann wird mit Mausrad das einfach so verschoben. Ansonsten auf der Oberfläche hoch runter. Wenn ich jetzt die Umschalttaste drücke, wie man hier sehen kann, dann wird rechts links verschoben. Ohne Umschalttaste hoch runter, mit Umschalttaste links rechts. Dann möchte ich gerne vergrößern und dazu wird die Steuerungstaste gedrückt und dann kann ich reinscrollen und zwar wird, glaube ich, genau an der Stelle vergrößert, an der ich die Maus habe, den Mauszeiger habe. Also wie man das hier sieht, wird genau an der Stelle dann das vergrößert und so kann ich zum Beispiel dann erreichen, dass es also in der Mitte bleibt. Oder ich verschiebe es dann noch ein bisschen. Auch wieder mit dem Mausrad. Ja, so kann ich sehr schnell nebenbei, wenn ich irgendwas gerade am Zeichnen bin, das Ganze verschieben, ohne dass ich vielleicht das Werkzeug wechseln muss.